Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt offiziell zum weiteren Digital Breakfast. Ihr wisst ja, die Breakfast mittlerweile dieses Jahr immer dienstags und freitags, also zweimal die Woche. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Und ja, wir haben heute, das zeigt ja schon auch ein bisschen die Resonanz der Teilnehmer, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Digitale Arbeitswelt, was verändert sich da? Was muss man tun? Und ich freue mich, den Frederik Fahning von Zenjob heute an Bord zu haben. Also ich freue mich riesig. Wir haben das auch schon relativ lang geplant, muss man sagen. Aber ihr kennt es ja auch, wenn man was lange, man plant was lange, um es dann kurzfristig zu verschieben und abzusagen, ja. Also so ähnlich war es bei uns auch. Also der Termin blieb dann, also wurde einmal verschoben. Und es war dann auch für heute ein bisschen eng. Ja? Und man sagt mir nach, dass es so ein bisschen irgendwie eine Kompetenz von mir ist, Umgang mit Unsicherheit. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Frederik ja, hat so einen kleinen Nebenjob, ja, und ist natürlich auch sehr eingespannt. Und ja, dann habe ich ihn so angeschrieben und von wegen Generalprobe. Und ich denke, dann war er irgendwie wahrscheinlich im Flieger oder so, ja, und hat es dann so nicht mitgekriegt. Und ja, dann war ich heute Morgen um 8:45 Uhr schon ein bisschen kribbelig, ja, wo er denn nun ist und so. Aber er ist da und da freuen wir uns. Guten Morgen, Frederik. Morgen, Thomas. Das hört sich ja höchst dramatisch an. Da sieht man Also mal. als Organisator kriegt man da schon so ein paar Schweißperlen auf die Stirn, ja. Also das muss man sagen, ja. Deshalb habe ich dir geantwortet, dass Homeoffice ist ja Corona erprobt jetzt über 2 Jahre. Deshalb läuft ja eigentlich immer alles recht stabil. Aber danke dir und ich freue mich, dass ich hier sein kann heute. Ja, super. Ja, fangen wir doch mal an. Wo warst du gestern? Ich war gestern in Brüssel. Wir sind mit Zenjob auch immer wieder mal unterwegs in Brüssel bei der Europäischen Kommission. Und in dem Fall war das eine Veranstaltung. Da ging es darum, Startups auszuzeichnen, die gegebenenfalls mal zu Einhörnern werden können. Einhörner sind ja so in diesem Startup-Sprech die Unternehmen, die über 1 Milliarde wert sein sollen. Und ich weiß nicht genau immer, wie da so die Kriterien angesetzt werden, wie sich diese Jurys das genau angucken. Aber wir waren da nun irgendwie mit dabei und freuen uns natürlich auch immer ein bisschen über die weitere Aufmerksamkeit und über die PR. Und dadurch, dass es mit der Kommission organisiert war, Ursula von der Leyen kurz gesprochen hat und auch die, vor allen Dingen aber auch die Vizepräsidentin Vestager, die sich ja sehr stark einsetzt, auch für die Digitalszene in Europa, war das eigentlich eine ziemlich runde und gut organisierte Veranstaltung. Und so hat man immer mal die Möglichkeit, da mit ein paar Leuten zu sprechen. Okay, super. Und du sitzt gerade Berlin Mitte, hast du gesagt, ne? Jetzt wieder in Berlin Mitte. Wir sind ja tatsächlich sehr gern und viel auch bei uns im Office, aber sind da auch eine der wenigen, weil wir natürlich auch bei uns im Team die Ansage gemacht haben, dass alle brav zu Hause sein sollen. So ist ja auch noch die Vorgabe, aber wir ja, genießen das dann schon mal ab und zu hinzufahren. Das ist dann wiederum auch hier in Berlin recht zentral in Moabit in der Nähe des Hauptbahnhofs. Aber ich selber wohne jetzt hier in Berlin Mitte. Ja. Okay, super. Ja, also wir haben ja heute das Thema digitale Arbeitswelt, Trend von morgen. Also da kannst du ja sicherlich einiges dazu erzählen und ja, vielleicht starten wir einfach mal. Wie bist du jetzt auf das Thema überhaupt gekommen? Also es beschäftigt dich ja, glaube ich, sehr stark, ja. Es muss uns quasi oder mich ein bisschen beschäftigen. Genau, wir haben ja schon mal anfangen können, in unserem Podcast ein bisschen darüber zu sprechen. Ich kann ja vielleicht nur mal 2 Sätze zu Zenjob sagen, dann hilft das so ein bisschen, das einzuordnen. Wir haben mit Zenjob jetzt vor rund 6 Jahren angefangen, hier auch tatsächlich ein bisschen um die Ecke in Berlin Mitte. Und wir haben uns dort kennengelernt. Ich habe meine beiden Mitgründer dort kennengelernt bei unserem ersten Investor Atlantic Internet, die gemeinsam mit uns so ein bisschen versuchen wollen zu verstehen, wie sieht es eigentlich im Bereich von Arbeit aus? Fehlt da was? Kann man da was machen? Und wir sind damals rumgelaufen, waren an den Unis hier in Berlin und waren aber auch bei den Einzelhändlern, den Gastronomen und haben immer wieder versucht zu verstehen, wenn es um Arbeit geht, ob da irgendwas fehlt. Wir haben dann letztendlich gehört, dass beide Seiten so ein bisschen mit uns teilen Flexibilität und dass man sich um nichts kümmern möchte. Und das war so ein bisschen unser Aufhänger zu sagen, dann lass uns mal anschauen, was gibt es denn in dem Bereich, nach
haben uns ein bisschen angeguckt in Europa, global, wie sieht diese ganze HR-Tech-Landschaft aus und haben gesehen, dass es eben einige Unternehmen gibt, die sich eher darauf fokussieren, als reine Vermittlung Unternehmen und Talents, wenn man so will, zusammenzubringen, aber weniger sich diesen ganzen Prozess mal anschauen und überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass man sich, das war ja das Zweite, um nichts kümmern muss. Und das führte dann so ein bisschen dazu, dass wir gesagt haben, das bedeutet in Deutschland und auch in Europa, wir müssen das über Arbeitnehmerüberlassung, also über die Zeitarbeit, die ja gar nicht so einen schönen Ruf immer genießt in Deutschland, lösen, weil wir gesagt haben, wir brauchen juristisch die Prozesse, die dazu führen, dass die Leute bei uns angestellt sind, dass sie über unsere Payroll laufen, damit wir hintenrum wiederum auch dafür sorgen können, dass wir dort alles automatisieren können. Und so haben wir jetzt Apps gebaut auf beiden Seiten. Du entscheidest, wann du wo, für wen, wie arbeitest, hast das sehr ansprechend alles in deiner Hosentasche und das Gleiche gilt eben für die Unternehmen, die eine Company-App haben von uns, die sich dann integrieren lässt in die Software, die sie normalerweise benutzen, um bei Krankheiten, bei Weihnachtsgeschäft, bei vielen Dingen dafür sorgen zu können, kurzfristig auszuhelfen. Und aus dieser Kurzfristigkeit glauben wir, und vielleicht passt das auch so ein bisschen als Überleitung eben, dass das aber eben doch sehr, sehr viel breiter werden kann. Jetzt nicht nur unser Geschäftsmodell. Wir sind jetzt mit Zenjobs so ungefähr, wobei, was heißt ungefähr? Ich habe tatsächlich gestern noch mal vorher nachgefragt, bevor wir bei dieser Veranstaltung waren. Ich kann es ehrlich gesagt selber kaum glauben, aber mir wurde jetzt gesagt, 389 Leute bei Zenjob intern. Davon sind die meisten auch in Berlin, aber eben verteilt jetzt in Deutschland, aber auch in den Niederlanden und bald in UK. Und extern so 30.000 Talents, 5.000 Unternehmen, vielleicht nur mal so als Einordnung und durften jetzt mit Investoren zusammenarbeiten, die rund 100 Millionen in uns investiert haben. Und wir glauben eben nicht nur, wir haben mit dieser sehr Kurzfristigkeit angefangen, weil wir das sehr spannend fanden, mal zu sagen, wenn du mal einen Tag da sein willst oder mehrere auf ein Konzert und dann wieder hilfst du aus bei Bio-Company und machst so verschiedene Sachen, dass gerade im Studium in den ersten Semestern sowas natürlich sehr, sehr hilfreich sein kann, das selbstbestimmt und flexibel zu organisieren. Darüber liegt aber eben unserer Meinung nach viel größerer Trend, nämlich der, dass man eben nicht mehr sagt, man fängt jetzt mit 18 an, am Fließband zu arbeiten und hört auch dort an der gleichen Position, in der gleichen Rolle, bei dem gleichen Unternehmen mit 63 wieder auf, sondern dass man halt viel stärker versucht, mal 2 Jahre dort zu sein, 3 Jahre hier. Das sehen wir ja alle jetzt schon auch bei vielen CVs, die wir ja auch, glaube ich, hier in dem Call haben. Und glauben eben stark daran, dass der Trend sich noch weiter verstärkt. Man wird vielleicht mal sehr flexibel im Studium sein, dann möchte man 5 bis 10 Jahre Ruhe haben, um fix auch mal ein Apartment abzubezahlen. Dann möchte man als Freelancer vielleicht von Südostasien arbeiten können und wechselt so immer mal wieder das Bedürfnis. Das heißt nicht, dass das für alle gilt. Das heißt, wir wollen auch nicht den ganzen Jobmarkt revolutionieren oder wir meinen auch nicht, dass es nicht auf einmal das Bedürfnis mehr gibt, auch zu sagen, Stetigkeit zu schätzen. Übrigens auch was wir, kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, auch bei der neuen Generation der Gen Z sehen. Es ist sehr vielschichtig, es ist eben nicht nur eine Richtung. Aber trotzdem glauben wir fest an den Metatrend und sehen eben die Flexibilisierung der Arbeit als eine große Stütze auf jeden Fall. Dazu passt auch so ein bisschen das Thema Plattformökonomie, aber genau, das vielleicht mal nur so als Einleitung. Also ich habe das auch, ich bin ja noch in der Lehre tätig und ich habe das auch so bei meinen Studenten dann erlebt, also wenn die dann, also ich mache dann auch gerne betreue Bachelorarbeit und bin dann natürlich auch bei der Abschlussprüfung dabei und dann sind die ja fertig und dann gehen die in ihren Job und in die Welt und das in die Welt hat, also jetzt, ich rede jetzt mal von vor der Pandemie, hat es dramatisch zugenommen, ja, also wenn dann so vor 3, 4 Jahren, da war vielleicht 1, 2 von 60, also von 2 Kursen, die gesagt haben, naja, sie gucken sich jetzt die Welt an. Ja? Und das ist dann auf, ich weiß nicht warum, aber es ist dann so auf 10, 15 hoch, die gesagt haben, sie machen jetzt Study and Work. Ja? Und ich kannte die ja und wir brauchen ja auch immer mal wieder jemand. Ja? Und ich kannte dich ja damals noch nicht. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dein Work. Und dann haben die mich angeguckt. Dann haben gesagt, ja, mir ist es egal, wann, wo du arbeitest, ob du in Sydney bist oder egal wo, ja, das kriegen wir hin, ja, und so habe ich auch immer wieder weltweit verteilt irgendwelche Werkstudenten, irgendwelche Aushilfen, wo die Zeitverschiebung und so weiter keine Rolle spielt, die uns zuarbeiten und ja, aber das ist auch schon so ein bisschen auch eine Frage des Mindsets, glaube ich, ja, also bei den Unternehmen, deswegen, ich meine, 5.000 Unternehmen hast du gesagt, glaube ich, ne, ist schon ein Wort, man muss sich anders organisieren, aber ich finde es,
Ich finde es mega spannend, weil wir haben die Pionierfabrik ja 2012 gegründet und ich glaube, wir sind schon mit einem ganz guten Mindset angetreten, weil ich von vornherein gesagt habe, okay, wen nehmen wir jetzt mit? Und da waren halt viele dabei aus dem Netzwerk, mit denen ich schon ziemlich lange zusammenarbeite und die wollten gar keine Festanstellung. Ja. Ja, die wollten gar keine Festanstellung. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich natürlich mich in die Ecke setzen und heulen oder wir kriegen ein Konzept, ja, wir entwickeln ein Konzept, wie man mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Ja. Und also ein Beispiel war eine Art Direktorin, ja, also die hat also richtig weit oben Hamburg, ja, also die ist in Urlaub gefahren nach Sydney zum Surfen. Ja, und bei so Grafikern und so gibt es ja schon immer auch so diesen Touched-Freelancer noch, ja. Und bei ihr war es dann tatsächlich so, sie ging dann ins Internetcafé und hat dann quasi eine Anfrage bekommen von einer Riesenmarke, also wirklich von einer großen Marke, schnell einen Job zu erledigen. Ja, und dann hat sie das Angebot gemacht. Irgendwie nächsten Tag hat sie die Zusage gekriegt, ja, und dann hat sie den Job abgearbeitet in einem Internetcafé, hat sie den Job abgearbeitet, ja, und ist dann nach Deutschland zurückgekommen, hat gekündigt und hat gesagt, sie möchte in Zukunft anders arbeiten. Ja, und das ist ja genau das Thema, ne? Also du hast es auch gerade angesprochen, was sie selber eingefordert hat. Und wir können ein bisschen über Work-Life-Balance noch sprechen, über Gen Z sprechen, Plattformökonomie sprechen. Nur Flexibilisierung finden wir tatsächlich sehr, sehr spannend, weil es ist eben etwas, was jetzt viel stärker von der, wir können, nennen es Arbeitnehmer, nennen es B2C-Seite, völlig egal, eingefordert wird. Und ja, du hast eben eine ganze Zeit lang, jahrzehntelang jetzt erlebt, dass Flexibilisierung eigentlich etwas war, was eher von der B2B-Seite, von den Unternehmen, Arbeitnehmern aufgedrückt wurde. Da hieß es dann so ein bisschen, ja, Flexibilisierung heißt eigentlich, wir wollen ein bisschen über deine Arbeitskraft verfügen, so wie wir uns das vorstellen. Aber sei bitte auch immer, steh immer parat. Das ist zum Beispiel auch die Analogie zu den Studenten oder studentischen Nebenjobs. Kann sich ja vielleicht auch viele in dem Call mit identifizieren, wenn man dann irgendwo beim Restaurant gearbeitet hat, im Service und irgendeinen Vertrag unterschrieben hat und es hieß so ungefähr, ja, wenn du morgen nicht kommst, dann brauchst du auch nicht wiederzukommen. Also so ein bisschen diese Arbeit auf Abruf, dass es aber nichts mit Flexibilität zu tun hat. Und es gibt einen Professor, mit dem wir auch uns immer mal wieder ausgetauscht haben, den wir sehr schätzen, Jeremiah Pressel von der Oxford-Uni, der nennt das immer so ein bisschen two-sided flexibility. Also es muss wirklich von beiden Seiten kommen. Und das ist genau dieser Gedanke, den wir versuchen zu leben und auch so in unser Produkt einzubauen, dass du wirklich das Gefühl bekommst und nicht nur das Gefühl, sondern auch die Realität, dass du genauso flexibel über deine Arbeitszeit verfügst und bestimmst, wie eben auch Unternehmen in der Lage sein können zu sagen, wir haben jetzt hier einen flexiblen Bedarf, den wir gern abdecken wollen. Und deshalb gibt es eben auch keine Verpflichtung. Genauso gibt es aber die Möglichkeit, sobald eben etwas konkret zustande kommt, dass du in einer ganz normalen Struktur zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber dich aufhältst, das heißt nicht nur deinen Mindestlohn bekommst, sondern sogar Tarifverträge und noch was darüber hinaus, Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, alle Rechten und Pflichten, die normalerweise mit einem solchen Arbeitsverhältnis einhergehen. Die Flexibilität des Marktplatzes aber etwas bewahrst. Kann ich auch gerne noch ein paar Sätze zu verlieren, ist aber ein sehr spezielles, etwas nerdiges juristisches Thema. Ansonsten ist aber genau der Grundgedanke, der den du eben auch beschrieben hast. Wir sehen, dass dieser Trend stärker wird, dass Leute es einfordern und wollen und eben nicht nur in einer Generation, sondern es geht von dieser Generation auch immer mehr in die Breite. Also, das ist also jetzt mein kleines Ökosystem, sage ich jetzt mal, ja. Wobei das gar nicht so klein ist, aber was ich jetzt auch, ich will es nicht alle immer das P-Wort nennen, ja, aber was ich so beobachtet habe, so in meinem Netzwerk, man kriegt ja dann immer die Meldung, hat den Job gewechselt, neuer Jobtitel und so weiter. Und jetzt sollte man ja meinen, dass während der Pandemie man froh ist, wenn man einen Job hat. Ja, Sicherheit und. Und also, wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß halt, wie es den anderen Zuhörern, den anderen Teilnehmern geht. Ich finde extrem viel Bewegung drin. Ja, ich finde extrem viel Bewegung bei den Leuten, weil sie auf einmal merken, ich meine, das ist ja jetzt auch so eine, ich sage es jetzt mal,
in Anführungszeichen in gewisser Weise am Anfang eine Stresssituation gewesen. Ja, und da kommt auch das, was du gesagt hast, die beiden Seiten von wegen Augenhöhe, nein, du kommst ins Büro, nein, ich will aber nicht ins Büro, weil ich Angst habe und so weiter. Und da haben viele so einen Anstoß bekommen. Jetzt bin ich zwar schon 25 Jahre bei der Firma, aber ist das eigentlich die richtige Firma für mich? Oder 10 Jahre oder so, ja? Und das muss ich jetzt wirklich sagen, also da rotiert es gerade ganz schön, ja? Ja. Und das ist, glaube ich, auch jetzt ein Trend durch die Digitalisierung, dass es in Anführungszeichen, also ich pauschaliere jetzt, ja, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wo du arbeitest. Ja, wir haben auch, wie gesagt, ich kann viele Beispiele nennen. Wir haben einen, der natürlich Homeoffice macht und hat gesagt, Mensch, ich habe Firma ist in Stuttgart. Meine Leidenschaft ist der Bodensee. Ja. Und dann hat er mit dem Arbeitgeber gesprochen und dann haben die gesagt, naja, okay, so oft musst du nicht ins Büro kommen und jetzt ist er zum Bodensee. Ja, also er ist dann beim Arbeitgeber geblieben, aber wenn der jetzt gesagt hätte, nee, du musst bleiben und so weiter, ja. Und das ist ja jetzt im Kleinen, ja, und ihr macht es ja dann im großen Stil, ja. Ja, nur und das Spannende ist jetzt letztendlich natürlich nur, das ist vor allen Dingen ja auch in der Vergangenheit immer wieder ein Privileg gewesen. Du musst ja überhaupt in der Lage sein und auch einen Job haben, den du ausüben kannst, wo du so flexibel agierst und mal eben sagst, wie bei euch, ich düse mal nach Sydney und gehe da surfen und mache dann irgendwie von da was. Das ist ja auch immer etwas, was der Bubble dann vorgeworfen wird, quasi, dass das eine sehr von oben herabgeführte Diskussion ist, weil das gilt ja nun mal auch für viele Jobs nicht. Also das merkt man ja allein schon bei der ganzen Homeoffice-Diskussion im Rahmen von Corona. Inwieweit kann dieser Job überhaupt im Homeoffice ausgeführt werden? Da überschätzt man ja auch immer sehr die Zahl der Jobs, die im Homeoffice ausgeführt werden können. Wenn du mal an den ganzen Retail denkst, da wird es ja schon mal von Haus aus schwierig, aber selbst in der Dienstleistung ist es bei weitem nicht alles. Und ich finde, eine Herangehensweise ist dafür eben auch Technologie. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz gewesen, weshalb wir gesagt haben, wir haben jetzt ja bei Zenjob auch nichts neu erfunden. Es ist Personaldienstleistung, ist etwas, das gibt es schon verdammt lang. Nur das ist ja auch immer das, was man immer wieder, oder ich habe das gestern auch wieder in Brüssel gemerkt, die Kommission und auch Deutschland immer häufig so einen Blick auf Startups, das muss immer irgendwas sein, dass wieder eine Labortechnologie erfunden wurde, die einen Laser hat, der sonst was zerschneiden kann. Also immer in diesem klassischen Sinne der Erfindung. Aber häufig machen Startups, und das sieht man auch sehr im US-amerikanischen Raum viel, ja etwas anderes, nämlich schauen sich eben eine Branche an, einen Bereich an und sehen einfach, dass es sehr ineffizient ist, vielleicht keine gute User Experience hat, vielleicht zu teuer ist. Und versucht durch Technologie das zu lösen. Ich sehe nämlich auch, gucke mal mit einem Auge so ein bisschen auf den Chat drauf. Und hier wurde ja eben schon Job and Talent angesprochen. Nein, die haben uns noch nicht gekauft. Die werden uns auch nicht kaufen. Wir werden natürlich irgendwann Job and Talent kaufen. Aber nein, Spaß beiseite. Die sind sehr groß und machen einen Wahnsinnsjob. Und wir haben großen Respekt vor denen. Die gibt es seit 2008. Vielleicht für diejenigen, die sie nicht kennen, sind vielleicht ein bisschen Zen-Job. Wir würden natürlich sagen Oldschool. Wieso Oldschool? Sie tun so, als ob sie so technologiebasiert arbeiten würden, tun sie aber eigentlich nicht, sondern haben jetzt eben sehr, sehr viel Geld eingesammelt und kaufen alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, in Europa und global und versuchen durch dieses sogenannte M&A-Game zu ihren Wert zu steigern, künstlich Umsätze aufzublähen, ohne aber die relevante Technologie zu haben. Und wir haben versucht zu sagen, wenn wir jetzt schon nicht eben Lasertechnologie entwickeln, sondern uns einfach eine Industrie anschauen, die damals zu 96% paper-driven war, offline war, und die wollen wir ändern. Wie wollen wir das am besten machen? Und deshalb ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir immer, wenn wir eine Entscheidung fällen, wollen wir jetzt hier neue Umsätze machen, wollen wir hier neue Jobs anbieten. Wir werden natürlich immer gefragt, zum Beispiel von beiden Seiten des Marktplatzes, könnt ihr nicht höher qualifizierte Jobs machen? Und ja, da wollen wir auch gern hin, nur wir sind halt ganz, ganz vorsichtig, dass wir uns Stück für Stück von den auch von dir angesprochenen Hilfskräften rantasten hin zu immer leichteren Qualifikationsstufen, weil wir müssen immer einen Fokus haben darauf, dass alle Prozesse, die im Hintergrund stattfinden, dass sie nicht nur digitalisiert, sondern eben vor allen Dingen auch automatisiert werden. Bei uns war es so, wir haben so 10 bis 14 Kernprozesse, die bei einem Job, bei einer Vermittlung, bei einer Schicht anfallen.
Die waren bei uns am Anfang auch zum Großteil analog, teilweise nur digital. Dann wurden sie digital und jetzt sind sie wiederum zum Großteil automatisiert. Das heißt, bei uns sind jetzt so 75-80% der Jobs, die einfach automatisiert durchs System laufen, wo kein Mensch irgendetwas anfasst. Das Unternehmen platziert eine Bestellung. Wir matchen Talents, die Talents bewerben sich, die Talents gehen zum Job, Check-in, Check-out, Bezahlung, Arbeitsvertrag unterschreiben, all das automatisiert. Und das ist etwas, was Job und Talent definitiv nicht kann. Das vielleicht nur so kurz mal rüber in den Chat. Aber genau, deshalb glauben wir glauben fest an Technologie, wird enorm helfen. Unser Purpose bei Zenjob ist Empowerment of the Workforce of the Future. Wir glauben, das passiert eben genau so, nämlich dass Technologie dir einen Raum gibt, in dem du dich da anders positionieren kannst als einfacher Student, der vielleicht einfach nur mal nebenher bei einem Event arbeiten möchte, im Restaurant aushelfen möchte und früher das sehr abhängig war von der individuellen Entscheidung und jetzt eine App zur Verfügung hat und eine Startup dahinter, was sich darum kümmert, dass man fair behandelt wird, gut bezahlt wird und entscheiden kann, wann man was machen möchte. Also, gehen wir nochmal auf den Trend, du hast ja schon ein bisschen angedeutet. Ich stelle die Frage mal zurück. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Chat, gucken mal, was da ist, dass wir die Leute auch ein bisschen mit einbeziehen. Genau, es stört mich, dass keiner mehr ins Telefon geht. Ja, Marianne, niemand will mehr angerufen werden, gebe ich dir recht. Ja, also das ist sicherlich ein großes Thema. Alle haben ihr Telefon auf lautlos. Also da muss man wirklich andere Dinge finden. Dann Produktionsmitarbeiter. In Zukunft, das von der Silke? Ich glaube eher nicht. Wie könnte man Flexibilität? Naja, also ich glaube, das ist auch hier wieder eher eine Frage, wie wird der Job gelebt und wie ist dieser Job systematisch aufgestellt? Was ich damit meine, Unternehmen sind häufig ja selber diejenigen, die die Sache viel komplizierter machen, als es eigentlich sein muss. Wir erleben das immer wieder damit, wenn wir auf Unternehmen zugehen und mit Unternehmen sprechen, um zu verstehen, was sind denn jetzt eigentlich Anforderungen an diese individuelle Rolle? Und damit geht es jetzt weniger um Qualifikation oder geistige Anforderungen, sondern teilweise machen es Unternehmen kompliziert, einfach nur festzustellen, was wird jetzt dafür benötigt, dass diese Person, die in der Lage ist, diese Tätigkeit grundsätzlich auszuführen, hier bei uns das auch machen kann. Da werden Dinge vorgeschoben wie ja unsere Abläufe und man muss sich ja erstmal hier kennenlernen und man muss ja hier und da und bla. Und dann ist es häufig so, dass wir versuchen, das müssen wir ja, wieder Tech im Hintergrund, standardisieren. Also müssen wir wieder gucken, das wirklich aufs Nötigste runterzubrechen. Und auf einmal merken Unternehmen, ach, huch, das ist ja alles gar nicht so kompliziert. Lass uns das mal testen. Dann testet man es, sie sind glücklich und so geht's weiter. Und auch in der Produktion kann es natürlich durchaus so sein, sobald es qualifizierte Arbeitskräfte gibt, die dort zur Verfügung stehen, dann macht vielleicht der eine das 2,5 Tage, der andere macht das 2,5 Tage, man teilt sich das. Oder wenn es halt wirklich da ist, dass kurzfristig jemand ausfällt und Hilfe benötigt wird, dann hilft eben jemand auch mal einen Tag aus. Das hat eigentlich nur was mit der Koordination drumherum zu tun, als viel weniger, dass man immer denkt, dass dieser individuelle Ablauf wirklich so komplex ist, dass man den nicht auch flexibler gestalten kann. Aber, was ich eben auch schon meinte, natürlich gilt für Produktionsmitarbeiter nicht, was für einen Wissensmitarbeiter geht, mal eben zu sagen, ich düse jetzt ans andere Ende der Welt, um von da meine Tätigkeit auszuüben. Das stimmt. Okay. Endrik, finde ich grandios, was du geschrieben hast, ja. Die pandemische Lage, Charakterstudie für Menschen und für Unternehmen, ja. Also würde ich genauso unterschreiben, ja, finde ich gut formuliert, ja. Große Resignation hat noch keinen neuen, ja. USA sicherlich, ja, was haben wir noch? Ja, also genau. Matti, also wir hatten zum Beispiel schon vor der Pandemie ein befreundetes Unternehmen in Stuttgart, Internetumfeld, und die haben es den Mitarbeitern freigestellt, ob sie in Stuttgart oder in Barcelona arbeiten möchten. Ja? Ja, ja, absolut. Und das wird auch immer mehr werden. Wir sehen das ja bei uns genauso. Und ich denke mal, das ist auch nicht mehr nur ein Startup-Phänomen, sondern wird breiter werden in der Gesellschaft, dass man eben diese 2 bis 3 Tage im Büro, 2 bis 3 Tage zu Hause und dann gegebenenfalls auch noch einen gewissen Zeitraum, in dem man sagt,
kannst von überall arbeiten, anbietet. Auch hier ist es aber so, wenn wir wieder vielleicht zurückkommen zu den Trends, dass unserer Meinung nach zumindest es eben nicht klar einfach nur in eine Richtung geht. Man hat ja ein bisschen das Gefühl durch Corona und die Pandemie, es würde jetzt auf einmal so und so sein. Und das ist, glaube ich, immer eine sehr arrogante Position zu denken, nur weil wir jetzt 2 Jahre etwas erlebt haben, was wir in der Art und Weise in den 200 Jahren davor, was jetzt die Arbeitsform angeht, vielleicht nicht so erlebt haben. Dieser Sprung auf einmal, dass man einfach zu Hause sitzt und von zu Hause arbeitet oder von woanders arbeitet, jetzt davon auszugehen, da habe sich alles grundlegend geändert. Das würde ich jetzt mal, aber auch gerne können wir das hier ein bisschen kontrovers diskutieren, in den Raum stellen und sagen, das glaube ich nicht, dass das so ist. Es gibt jetzt einfach Möglichkeiten, die es vorher nicht gab und die werden auch genutzt werden, nämlich Dinge wie eben Privatleben und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen, durchaus auch immer mal wieder ein paar Tage zu Hause zu arbeiten. Aber was man eben nicht so unterschätzen darf, ist das, was normalerweise in Unternehmen auch passiert ist. Man nennt das ja immer gern auch mal diesen kulturellen Austausch an der Kaffeemaschine. Andere bezeichnen das als dann die dort entstehende Kreativität. Ich persönlich finde aber, es hat vor allen Dingen viel auch einfach mit Beziehungsmanagement zu tun. Das merkt man jetzt immer wieder, wenn Konflikte entstehen. Dadurch, dass die Leute so erzogen werden in der Pandemie sehr stark, und hier sagte jemand ja auch, Leute gehen nicht mehr ans Telefon, sondern alles muss geschrieben werden. Jeder versucht auf einmal, bei uns Slack ist so das Kommunikationstool, was wir intern nutzen, wir versuchen dort Probleme zu lösen und zu diskutieren und merken, sobald ein Konflikt entsteht, gehen viel schneller alle an die Decke, weil sie ja gar nicht immer verstehen können, wie meint diese Person das jetzt gerade? Was wird da transportiert? Wie guckt sie denn in dem Moment? Wo kommt sie vielleicht auch her? Das sind ja alles Dinge, die gehören einfach dazu. Und deshalb ist dieser Austausch, dieses Bilden von Beziehungen, wir konnten das jetzt ja bei uns sehen, wir machen das, wie gesagt, seit 6 Jahren und die Sprünge waren ja dann immer recht exorbitant, auch was die Leute, das Personal angeht. Das waren immer 10 auf 20, auf 50, auf 100. Da merkst du ja auf einmal, du kannst ja selber gar nicht auch als Management so schnell selber wachsen und verstehen, wo sind jetzt auf einmal die Probleme. Am Anfang ist gar nichts ein Problem, weil alle rennen in die gleiche Richtung und alles geht recht, also kreuz und quer, aber alle haben ein Ziel vor Augen. Und auf einmal kommt Politik ins Unternehmen. Leute haben Meinungen, die gar nichts mehr nur was mit dem rein Inhaltlichen zu tun haben. Und das ist ja auch alles okay. Nur das muss eben auch ausdiskutiert werden in einer normalen Umgebung, in einer Face-to-Face-Umgebung. Und wir haben da auch eine ziemlich klare Position, dass wir auch an diesen 2 bis 3 Tagen Büro festhalten werden. Und wir werden uns sehr, sehr schwer damit tun, einfach zu sagen, du kannst für Zenjob von überall aus der Welt dauerhaft arbeiten. Das ist einfach nicht so unser Ansatz. Wir glauben einfach daran, dass wir Leute zusammenbringen an einem Ort. Und letztendlich ist das ja auch dieser Vorteil von Startups, dass sie es häufig schaffen, aufgrund ihrer Kultur und dieser Energie Leute eben auch noch zu Größeren zu befähigen, um das jetzt mal so ein bisschen pathetisch auszudrücken. Und da wird momentan meiner Meinung nach ein Trugschluss gemacht, immer nur zu sagen, das geht jetzt alles in eine Richtung und jetzt arbeiten wir alle nur noch von überall und sind glücklich. Bei uns sind viele Leute zwischen 20 und 35 Jahre, leben vielleicht noch in der WG oder leben allein zu Hause, noch nicht Familie und Kinder. Aber auch wenn du Familie und Kinder hast, gerade dann wissen ja auch vielleicht einige hier in dem Call, dass man auch vielleicht mal ganz froh ist, wenn man die Möglichkeit hat zu sagen, ich gehe jetzt mal wieder ins Büro und kann mich auf meine Arbeit konzentrieren und habe die Ruhe. Und bei uns ist es eben so, andere, die vielleicht in der WG gar nicht die Ruhe haben oder allein sind und gar nicht allein sein wollen. Also da gibt es so viele Faktoren und deshalb ist der Trend, ja, Homeoffice wird mehr, absolut. Und es ist eine Riesenerrungenschaft. Und Corona, das habe ich gestern gehört, ich glaube, soll uns doch irgendwie 6 Jahre nach vorne gebracht haben jetzt, was den Digitalisierungsfaktor angeht. Also es ist super, nur gleichzeitig sollte man auch da die Kirche im Dorf lassen und erstmal sehen, wie leben wir eigentlich ohne die Pandemie. Hoffentlich sind wir ja bald endemisch und oder in einer endemischen Phase angelangt. Und wie verhalten wir uns denn dann? Und was sind dann unsere wirklichen Bedürfnisse? Okay. Egbert, du hast eine Frage gestellt. Können wir wirklich mal systematisch anfangen? Was meinst du damit? Du hast dein Mikro noch jetzt. Ich würde mir gerne wünschen, dass man dieses Thema mal systematisch anfängt und nicht nur die Wünsche der Chat-Teilnehmer berücksichtigt. Also mit Folien und mit sauberen Darstellungen. Wo geht der Trend hin? Wo sind wir in Zukunft? Wie sieht das Zukunftsbild der Arbeit aus? Was gibt es dort für Möglichkeiten individuell und auch vom Unternehmen aus, von diesen beiden Seiten aus, wie das systematisch betrachtet wird? Mhm. Das würde ich mir wünschen. Okay. Aber schon nur mein Wunsch. Ne? Genau. Also Egbert, ich kann dir nur sagen, ich kann dir mit Folien, kann ich dir nicht dienen. Ich habe auch immer das Gefühl, wir wurden alle mit Folien sehr beschallt in den letzten 2 Jahren und sitzen immer in Präsentationen drin, wo alle auf eine Präsi
schauen und andächtig dem Vortragenden zuhören, aber man weniger Interaktion hat. Wir können gerne aber versuchen, Thomas, weiß ich nicht, ob wir unsere Themen, die wir beim letzten Mal hatten, Nachhaltigkeit, Plattformökonomie, Work-Life-Balance, Gen Z, wenn du willst, können wir auch Stück für Stück ein Thema nach dem anderen so ein bisschen durchgehen. Wir haben jetzt ja schon fast automatisch in dem Gespräch zwei Dinge zumindest angegangen, teilweise also, auch durchgegangen. Wir sind ja bunt und vielfältig beim Digital Breakfast. Ich vielen Dank, Eckbert, für den Hinweis. Tu das eine, ohne das andere zu lassen. Ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, die Resonanz ist ja sehr, sehr groß, dass wir vielleicht noch mal ein Digital Breakfast nachschieben zu dem Thema, wo wir das dann aufarbeiten, Eckbert. Also das nehme ich mal als Hausaufgabe mit, für heute etwas kurzfristig. Frederik hat da seine Einstellung zu, aber Eckbert, ich nehme es mit, okay? Ich sage mal geschwind was, ich bin in viel PowerPoint-Referaten drin und das ist ganz wichtig, da sieht man schriftlich, was die Leute denken. Ja. Und was man da sagt, das geht vorbei, man hört es und geht vorbei. Das andere ist fixiert. Und das ist für mich immer ein wichtiger Ankerpunkt. Das okay. Nur so. Ja, super. Du bist ja treuer Stammgast. Gucken wir nochmal in den Chat. Ulf hat geschrieben, kennt Leute, da ist es im Arbeitsvertrag fixiert. Ja, welche Jobs deckt das ab? Nur irgendwas mit Medien? Weitestgehend IT? Ja, ich denke, da werden die anderen also auch nachziehen. Alles dafür, wo die Internetverbindung ausreicht. Ja, genau. Bali, Balearen und so weiter. Dann vielleicht hier auch sehe ich eine Frage, Problematik der Bürokratie. Genau. Eins, Sozialversicherungsbescheinigung. Vielleicht nur für diejenigen, die das jetzt nicht so was sofort sagt. Da geht es ja eben auch viel darum, inwieweit Leute eben auch im Ausland arbeiten und die Abkommen entsprechend geregelt sind, dass man das wirklich auch sozialversicherungsrechtlich sauber abbilden kann. Derjenige, der die Frage stellt, der kann mich hier auch bitte gerne nochmal korrigieren bzw. ergänzen. Nur das ist tatsächlich auch für uns etwas, was wir auch noch nicht perfekt gelöst haben, weshalb wir bei uns nur ermöglichen, dass du innerhalb von Europa bis zu 4 Wochen im Ausland arbeiten darfst im Jahr und außerhalb Europas leider nicht. Eben auch gerade deshalb auch etwas, was wir immer wieder mit der Kommission besprechen. Arbeits- und Sozialversicherungsrecht ist ja selbst in Europa selbst bei Weitem nicht harmonisiert. Noch nicht mal ansatzweise. Teilweise kann man das auch nachvollziehen, historisch, dass es eben kulturell dann doch sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut ist. Nur das macht es eben sehr schwierig, für jedes Unternehmen eine Möglichkeit zu schaffen, in der man einfach von überall arbeiten kann. In unserem speziellen Fall auch noch im Rahmen der Expansion als Geschäftsmodell. Von daher haben wir auch hier keine Musterlösung. Nur das kann ich vielleicht teilen. So haben wir das bei uns gelöst. Einmal im Jahr bis zu 4 Wochen innerhalb von Europa. Okay. Und diejenigen, wir haben bei uns 35 bis 40 Nationen aus Indien, aus Brasilien, aus Russland, eigentlich aus der ganzen Welt, aber da war es in der Vergangenheit so und es ist auch während Corona tatsächlich immer noch so, dass diejenigen dann doch schon auch nach Deutschland ziehen und auch häufig aber auch ehrlich gesagt Lust haben, gerade nach Berlin zu ziehen, auch ein Argument für sie ist, bei seinem Job anzufangen. Also danke, das hilft mir sehr viel. Ich habe die Frage gestellt, weil das nämlich genau das Thema ist. Also ich bin da der Meinung zum Thema Bürokratie, also wir sind in der EU eigentlich genau auf dem falschen Weg mit solchen Regeln, die ja noch nicht so alt ist, diese A1-Regel, dass wir uns selber quasi den offenen Arbeitsmarkt in Europa wieder verbauen. Also ich habe viele, in meinem Bereich viele Mitarbeiter, die gern mal, ich sage jetzt mal, sich den Sommer über vielleicht in Spanien irgendwie zum Arbeiten setzen möchten, aber ich muss sie auf 4 Wochen einschränken. Ja. Das ist natürlich desmotivierend, ne? Und, aber in die Welt hinaus geht es ohne Probleme und das ist eigentlich ein bisschen, das ist ja ein Schrittbürgerstreich. Absolut, wobei in die Welt hinaus, ne? Also wenn du das damit meinst, dass man eben auch non-EU jemand dauerhaft arbeiten lässt, da hast du dann eben häufig auch wieder das Problem, weshalb viele dann auf diese Freelancer, also Selbstständigkeit wieder ausweichen, dann wiederum sich ja aber ganz andere Probleme stellen, ist das Scheinselbstständigkeit und dergleichen. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht, ist nicht bisher noch nicht optimal gelöst. Ich weiß auch nicht, wieso, aber naja. Ja, vielleicht nochmal ein Aspekt, da hatten wir im Podcast auch drüber geredet. Du hast gesagt, ihr habt nicht immer das Rocket Science mit Laser und so weiter, aber was ihr gelöst habt, fand ich also ziemlich gut, ist diese Pain, dass ihr auch die viele rechtliche Sachen ja automatisiert habt. Ja, das ist ja auch ein großer Punkt in meinen Augen, ja, was euch da auszeichnet. Ne?
dass der Fokus ist, zu schaffen, Rechtssicherheit zu schaffen, um gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, auch auf Unternehmensseite eben so flexibel darüber zu verfügen. Es gibt im Bereich der Personaldienstleistung ja auch viel Schindluder, das getrieben wird und von verdeckter Arbeitnehmerüberlassung bis hin zu Leuten, die eben gar keine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis haben, aber vor allen Dingen eben einfach nur aufgrund von Prozessen, die nicht sauber abgedeckt sind und nicht sauber aufgesetzt sind, immer wieder Gefahren, die ja auch entstehen können bei Kunden. Beispielsweise auch, dass dann unbefristete Arbeitsverträge vielleicht zwischen den Talents und dem Unternehmen selbst zustande kommen könnten, die vielleicht in dem Moment aber jetzt erstmal gar nicht gewünscht sind. Und genau, wir haben auch versucht zu sagen, wir wollen eben auch diese Regulatorik knacken. Wir hätten uns das einfacher aussuchen können, wären wir auf die reine Vermittlung gegangen, hätten uns eine Kommission gezogen und nichts mit dem Rest zu tun, aber dachten eben, wie am Anfang angesprochen, dass das jetzt nicht das Problem löst, sondern dass man sich wirklich um alles kümmern muss. Und da kommt dann Legal und Tech, wenn du so willst, so ein bisschen zusammen. Und das ist schon ganz schön spannend, wenn man sich das alles anschaut, was es allein in Deutschland gibt. Dafür kann sich ja, weiß ja auch wahrscheinlich jeder so ein bisschen an Regularien. Aber wie gesagt, auch im Ausland sieht es da nicht unbedingt immer besser aus. Frankreich beispielsweise, in Niederlande und UK, wo wir jetzt sind, wiederum deutlich angenehmer. Ja, wir haben also einige Kommentare. Ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, ja, elitäre Gruppe von IT. Ich glaube, man kann das schon ein bisschen weiter fassen. Ja, also man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen, das war jetzt vielleicht die Systematik zwischen Remote-Arbeit und das, was ihr macht, ja, diese Vermittlung. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel den Gastrobereich vermittelt, dann sind die Leute ja doch im Einsatz. Ja, also da muss man vielleicht nochmal ein bisschen granularer unterscheiden. Ja, genau. Das ist aber in Grundsätzen das, was wir ja kurz am Anfang besprochen haben. Ja, es ist eben so, man darf nicht immer das überschätzen. Viele der Jobs können nicht von irgendwo anders ausgeführt werden. Und das hat eben, das macht diese Diskussion manchmal eben so etwas, wie sagte ich die Person hier, so ein bisschen von oben herab, ne? Oder was hieß es? Naja, also dass es eine Luxusdiskussion ist und dass es eben nicht so für alle auch gelten kann. Und ja, sehe ich auch so. Nur man kann eben auch Flexibilität zumindest in diesen anderen Bereichen schaffen, auch wenn man es eben nicht ermöglicht, dass man dann mal von, ich weiß nicht, Südafrika aus auf einmal arbeitet, aber zumindest, dass man eben auch etwas mehr Modernität in die Arbeitswelt bringen kann bei den Jobs, bei denen man der Meinung ist, erstmal, das ginge ja gar nicht. Okay, gehen wir noch mal zu dem Thema Plattform vielleicht noch mal. Ja, Thema Plattform. Wir haben ja so ein bisschen den Ansätzen beschrieben bei dem, worauf wir uns fokussiert haben, was wir machen. Plattformökonomie. Was heißt das? Also Plattformökonomie ist ja so eins der Buzzwords heutzutage. Da kann es um alle möglichen Formen von Plattformen gehen, die wir hier alle täglich nutzen, ob das eben E-Commerce-Plattformen sind wie Amazon, wo wir Dinge bestellen, oder ob es Plattformen sind, wo wir jegliche Form von Dienstleistung bestellen. Man findet es aber eben vor allen Dingen viel natürlich im Handel. In der Bereich der Arbeitswelt ist eben Plattformökonomie gemeint, das, was wir machen, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, in der man sich seine Arbeit selbstbestimmt organisieren kann und gleichzeitig Unternehmen auf der anderen Seite hat, die das entsprechend ordern. Diese Begrifflichkeit hat sich einfach so ein bisschen etabliert und man verbindet damit immer wieder Technologie. Ich glaube, es gibt jetzt aber dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer es gäbe da eine konkrete Frage zu dem, was wir vorhin beschrieben haben. Es liegt eben unserer Meinung nach natürlich, sonst wäre es auch komisch, wenn wir das nicht sagen würden, eine unglaubliche Chance da drin, eben dafür zu sorgen, dass es eine etwas andere Gewichtung gibt, eine andere Balance gibt zwischen diesen beiden Seiten. Und das können wir etwas steuern. Das ist, glaube ich, das, was so spannend macht. Übrigens, wichtig aber auch für uns, wir wollen eben auch nicht, es gibt ja immer eine Gefahr, das ist ja bei jeder, wir können ja Amazon wieder nehmen. Am Anfang fanden wir das alle ganz toll und jetzt gibt es viele, die dann sagen würden, Amazon macht den Handel kaputt, macht die kleinen Händler kaputt, ist zu einem Quasi-Monopolisten oder zumindest im Oligopol aufgestiegen, können ihre bestimmen, das wollen wir nicht. Und sollte Zenjob sehr, sehr erfolgreich werden, können wir ja auch Gefahr laufen, dass man in eine ähnliche Kategorie auf einmal kommt. Jetzt sagen alle, das ist ja total cool, Talents freuen sich, finden es super und irgendwann heißt es, ja, das ist ja nichts. Das ist auch genau einer der Gründe, weshalb wir uns versuchen, so eng auszutauschen mit der Politik, um eben zu sehen, wir glauben gar nicht daran, dass das ein nicht regulierter Bereich sein sollte. Wir sind es ja zum Beispiel mit unserem Ansatz auch nicht. Was man manchmal hört, Gig Economy, die Freelance-Tätigkeiten,
die völlig freie, willenlose Marktwirtschaft quasi vielleicht in dem Bereich, die ist quasi nicht reguliert, auch einer der Gründe, weshalb die Kommission da gerade was gemacht hat. Wir glauben schon fest daran, dass es auch Regulation dort bedarf. Und wir wollen lieber verstehen, in welche Richtung kann das gehen? Wie können wir uns darauf vorbereiten, dass wir immer wahrgenommen werden als ein Neudeutsch-Enabler, also jemand, der dir Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten und eben nicht als das böse Arbeitsmonster, was auf einmal die Jobs kaputt macht, beispielsweise. Also Regulatorik wird auch im 21. Jahrhundert eine große Rolle spielen. Ich weiß, dass einige von den Tech-Konzernen oder den Eindruck erwecken, dass sie ja häufig das alles gar nicht mehr wollen und nur daran glauben, dass ausschließlich Technologie alles so toll macht. Also das sehen wir auf jeden Fall nicht so, sondern es soll gerne auch stärkere Regulatorik geben und in der darf man sich dann freier entfalten. Dann noch eine spannende Frage. Welche Trends gibt es noch? Was siehst du noch? Also vielleicht ist ein weiterer Trend, der ganz spannend ist, der ist jetzt auch nicht komplett neu, aber der wird jetzt immer relevanter, ist War of Talent. Welche Kultur baut man auf und im Rahmen der Kultur, wie geht man eben auch mit Themen wie Nachhaltigkeit um? Man sieht jetzt natürlich auch, das wird für viele der Zuhörer jetzt nicht neu sein, wir haben diesen Shift am Arbeitsmarkt ja schon länger gesehen im Bereich der Fachkräfte und jetzt spätestens seit Corona sehen wir es zumindest eben eigentlich in sämtlichen Bereichen. Also auch bei unseren Talents selber haben wir ein chronisches Shortage im Supply, also immer zu wenig Talents für die Jobs. Und genau das Gleiche bei Zenjob intern. Am Anfang waren es auch immer die Entwickler, die im Product and Engineering gearbeitet haben, die wie bei jedem Startup zu wenige am Markt waren. Und jetzt ist es jede Abteilung, wo es einfach fehlt. Und in diesem War of Talent ist es jetzt natürlich dadurch noch extremer geworden, wie man sich attraktiv positioniert als Arbeitgeber. Und man hat in den letzten auch wieder 10, 20 Jahren, glaube ich, fälschlicherweise angenommen, dass es immer nur viel darum geht, gute Laune und die Kickerplatte und Tischtennis und da die Säfte und die Kaffeemaschine. Was aber Obstkorb. Immer stärker... Bitte? Der Obstkorb. Und der Obstkorb, natürlich. All das haben wir auch. Kann ich sagen, also die Trends machen wir schon auch mit und schätzen es selber auch, ehrlich gesagt, sehr. Vor allem die gute Espressomaschine. Aber der viel entscheidendere Punkt ist jetzt, inwieweit bringst du das zusammen mit einer Organisation, einer Struktur, einer Hierarchie, die vor allen Dingen der heutigen Zeit gerecht wird und auch dem entsprechenden Entwicklungspotenzial. Denn fälschlicherweise wird immer angenommen, es geht eben nur darum, dass man hier noch den Kaffee und da die gute Laune, aber worum es auch immer wieder geht, gerade auch bei einer jüngeren Generation, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich mich entfalten kann, aber auch auf eine ehrliche Art und Weise. Also dass es wirklich dann auch so gelebt wird. Viele würden ja auch hier sich wieder dazu bekennen, aber es nicht tatsächlich dann auch in entsprechende Prozesse umsetzen. Das heißt, was wir zum Beispiel gemacht haben, ist neben dem ganzen Aspekt von fühl dich wohl, hab einen möglichst schönen Arbeitsplatz oder ein schönes Arbeitsleben, gleichzeitig dafür zu sorgen, wie kannst du dich weiterbilden? Wie kannst du dich auch weiterbilden in Bereichen, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt was mit deinem Kernjob bei uns zu tun haben? Du bist im Sales, machst Vertrieb, aber machst nicht eine weitere Vertriebsschulung, sondern hast ein Interesse an Coding, also am Entwickeln von Software. Dann kannst du bei uns einfach auch ein bisschen nebenher dich dort weiterbilden. Wir denken, nicht nur führt das dazu, dass Leute den Job attraktiver finden, den Arbeitgeber spannender finden und mehr Gas geben, sondern natürlich auch schafft es ein besseres Verständnis untereinander. Auch etwas, was immer schwieriger wird, je mehr Leute du wirst, auf einmal versteht der Vertrieb nicht mehr, was Entwickler überhaupt denken. Und dann kommst du gar nicht mehr voran. Also ich glaube, eine der großen Fragen ist, wie positioniert man sich richtig als Unternehmen? Und das ist nicht leicht. Man will auf der einen Seite eben alles ermöglichen, auf der anderen Seite muss man aber auch aufpassen, auch hier wieder die Kirche im Dorf zu lassen. Das ist jetzt gerade sehr extrem. Gerade hier bei uns jetzt in der Berliner Startup-Bubble versucht jedes Startup sich zu überbieten, was es wo ermöglicht und Remote Work. Deshalb sagen wir zum Beispiel, wir bleiben da noch hart und sagen eben nein, wir machen hier nicht einfach für jeden Remote dauerhaft von sonst wo, sondern wir glauben eben, naja, was ich eben erzählt habe. Das bedeutet aber für zum Umkehrschluss, dass es dazu führen kann, dass wir potenzielle Mitarbeiter bei Zenjob nicht gewinnen können. Und letzter Satz vielleicht auch dazu, Nachhaltigkeit. Da müssen wir allerdings auch noch unsere eigenen Hausaufgaben erledigen. Dieses Thema wird natürlich immer größer und immer relevanter. Und auch hier gilt es als Teil der Kultur zu etablieren, wie positioniert man sich dort als Unternehmen? Was macht man, wie weit kontrolliert man sein
seinen ökologischen Fußabdruck. Es gibt inzwischen auch hier ganz spannende Unternehmen, die sich dann die Prozesse intern anschauen, bewerten können, wo kann man was einsparen. Das lohnt sich meistens ja auch rein kostentechnisch, aber eben natürlich auch über Offsetting und dergleichen. Also ich glaube, das ist insgesamt eine spannende Phase. Man sollte sich immer Gedanken machen, gute Laune, alles schön, geht immer einher mit, was sind meine Weiterentwicklungsmöglichkeiten und wie werde ich geführt. Mhm. Welche Trends siehst du noch? Welche Trends sehe ich noch? Also ich kann ja noch mal so ein bisschen auch auf Gen Z eingehen. Also die Generation, die jetzt irgendwo zwischen, sagen wir mal, den Teenagerjahren bis in die 20er Jahre so ein bisschen reingeht. Also die jetzt so ein bisschen an den Universitäten auch unterwegs sind, die wir natürlich ganz gut kennen, dadurch, dass wir eben jetzt schon seit vielen Jahren mit denen direkt zusammenarbeiten und auch immer wieder Befragungen machen, um unmittelbar zu verstehen, wie sieht das eigentlich unsere Talentbase, aber genauso auch externe Studien uns anschauen, weil wir wohl wissen, dass natürlich auch unsere Gruppe vielleicht ein bisschen in eine Richtung geht, beispielsweise Flexibilität sehr schätzt. Also vielleicht der erste Gedanke, der dort herrscht und der ganz spannend ist, finde ich auch wieder, um zu sehen, hier sind alle eben sehr unterschiedlich, sehr divers und es gibt nicht immer dieses Generationsdenken, das ist in Millennials und das ist das und Boomer und ich weiß nicht was, sondern es gibt einfach einen Trend und dieser Trend, den sieht man natürlich immer wieder stark da, nämlich zu sagen, ich möchte selbstbestimmt sein, ich möchte flexibel agieren, ich möchte Work-Life-Balance, aber nicht nur Work-Life-Balance, manchmal möchte ich auch Work-Life-Blending. Also ich möchte auch verstehen, wie kann ich das eben so organisieren, auch dass ich bewusst mal eben von unterwegs das mache und das stresst mich auch nicht und habe hier dann nochmal abends mein Handy dabei. Da gibt es ja manchmal sehr starre auch gesetzliche Regelungen, die Ruhezeit zum Beispiel. Deshalb will man ja weg von der maximal täglichen Arbeitszeit und hin zur, was es sowieso schon gibt, maximal wöchentlichen Arbeitszeit. Das basiert auch entsprechend auf einer europäischen Richtlinie. Aber dieser allgemeine Trend zu sagen, ich sehe das nicht mehr so getrennt. Es vermischt sich auch teilweise im Privaten. Man geht auch mal essen mit Kollegen abends, man hat ein paar Drinks zusammen. Das ist etwas, was wir sehr stark sehen, was von dieser Gen Z gelebt wird. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch in dieser Gruppe diejenigen, die sagen, auf einmal hat das Beamtentum ein Revival. Auf einmal wird sehr starke und sehr sichere Jobs gesucht, in der es viel, viel weniger vielleicht direkte Aufstiegsmöglichkeiten erstmal gibt oder Bewegung da drin ist und überhaupt oder sehr wenig Unsicherheit vorhanden ist. Und auch das sieht man aus dieser Generation kommen. Und das ist, finde ich ganz spannend oder das haben wir so gelernt, auch erstmal feststellen zu müssen, es gibt vielleicht einen overarching Trend und das ist so ein bisschen zu sagen, Flexibilität wird mehr, Selbstbestimmung wird mehr und Work-Life-Blending wird mehr, aber es wird auch immer in diesen Generationen diejenigen geben, die sagen, nein, genau das will ich nicht, ich möchte Sicherheit, ich möchte Ruhe und vielleicht das Einzige, was unsicher ist, ist bei mir immer im Privatleben mir Dinge frei zu organisieren. Also das, was du ansprichst, ist ja immer Trend und Gegentrend. Ja, es gibt ja für jeden Trend gibt's immer einen Gegentrend. Ja, und da muss man halt gucken, was nehme ich raus, was ist für mich jetzt relevant. Ja, genau. Was hast du sonst noch eine Idee? Also ich sehe das genauso. Da muss man auch, ich sag mal, sehr offen sein und auch einfach auch mal beobachten, was die Generation so macht, ja. Also ein Beispiel, gerade aus der Generation, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Uni auch irgendwelche Fallstudien oder so mache, ja, da sind dann, ich sag mal, von 10 Fallstudien, 8 Studien, die haben entweder was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja. Oder mit vegan, ja, also das ist schon so ein Bild, ja, was da vermittelt wird. Also ich finde es hochspannend. Das ist für mich immer so ein Feedback der Jungen, ja, womit beschäftigen die sich gerade, ja. Ich sehe gerade, Thomas, parallel, weil du auch noch ein weiteres Thema gesprochen hast, Sabine erwähnte auch nochmal die Transformation der Jobs und vielleicht auch damit in Verbindung hier nochmal das lebenslange Lernen. Das ist vielleicht, vielen Dank nochmal für den Einwurf oder den Hinweis. Das ist natürlich auch nochmal ein super, sehr relevantes und spannendes Thema. Auch hier teilweise sind wir da ziemlich nah dran, weil wir sind ja genau an den Jobs dran,
die, glaube ich, schon vor 10 Jahren, waren die Leute der Meinung, die würde es jetzt ja alle gar nicht mehr geben, weil die natürlich alle schon automatisiert sind. Ich glaube, in unserem Podcast hatte ich das so ein bisschen gesagt, wir durften einmal einen TED-Talk machen, ein bisschen zu unserem Thema. Und da habe ich mich immer wieder bezogen auf diese Spiegelcover, die recht legendär sind inzwischen, so aus den 50ern, aus den 70ern, aus den 90er Jahren, wo es schon immer wieder ein Roboter abgebildet wurde, der den Menschen den Job wegnimmt und wir alle gar nichts mehr zu tun haben. Und das, ja, wie wir alle wissen, in der Form noch nicht eingetreten ist. Wir sind im Einzelhandel unterwegs bei Warenverräumung, Regalauffüller, Kassierer. Wir sind im Service unterwegs, teilweise bei Runner, also wirklich abräumen, hinstellen, Garderobe. Also wir sind im Lager, Logistik wurde hier, habe ich auch gesehen, angesprochen, Lageristen natürlich auch viel. Also wir haben zum Teil zumindest wirklich genau diese Jobs, bei denen man immer der Meinung war, die wird es jetzt ja alle gar nicht mehr geben. Das ist ja alles automatisiert. Wie wir sehen, es ist nicht der Fall. Deshalb vielleicht als erster Kommentar dazu, ja, natürlich glauben auch wir fest daran, dass immer mehr Jobs automatisiert werden und dass wir mittel- bis langfristig dazu kommen, dass die eben angesprochenen Tätigkeiten auch verschwinden. Aber was hier immer wieder überschätzt wird, ist eben die Geschwindigkeit erstens und zweitens der Mensch, der ja immer noch hier eine große Rolle spielt, auch dieses Ganze zu steuern. Ich war mal abends bei irgendeiner Veranstaltung vor ein paar Jahren und ich hatte mich ein bisschen länger mit diesem Thema immer wieder beschäftigt, bis hin dazu, dass man dann auch langsam irgendwann in so Dystopien reinkommt, in der es ja nur noch so ist, dass du eine ganz kleine Gruppe von Menschen hast, eine kleine Elite von 1%, die überhaupt noch arbeiten, weil nur noch die müssen ja arbeiten, der Rest ist ja alles automatisiert, wir haben alle ein Grundeinkommen und machen dann irgendwas. Und das ist ja vielleicht für einige super schön, diese Vorstellung. Ich persönlich fand das immer ein bisschen beängstigend. Auf jeden Fall habe ich dann einmal jemanden kennengelernt, der mir sagte, naja, weißt du, was du immer vergisst bei diesem ganzen Thema ist, aber wir sind ja als Menschen, können wir ja jetzt noch gar nicht beurteilen, wie sind wir eigentlich in 20 Jahren? Wie sind wir eigentlich in 40 Jahren? Wie denken wir eigentlich? Was sind unsere Bedürfnisse? Wie entwickeln wir uns dort weiter? Erstens und zweitens, wir sind ja durchaus in der Lage, diese ganzen Prozesse mitzuprägen. Regulatorik habe ich eben angesprochen. Der Gesetzgeber, national, international, wird ja auch immer eine Möglichkeit haben, Dinge zu steuern. Aber vor allen Dingen wir als Gesellschaft, wir als Konsumenten, wir als Mitarbeiter, wir als Unternehmer. Also es geht ja immer weiter, dass man durchaus auch hier steuern kann. Aber erstmal ist, finde ich, wichtig, immer zu erwähnen, ja, die transformieren sich, ja, es wird mehr automatisiert, was natürlich, sage ich das jetzt, auch unserer Meinung nach super ist und auch wichtig ist und relevant ist und auch das Argument kennt man historisch auch immer wieder belegbar ist, dass das stattgefunden hat. Und ja, damit einhergeht, und da vielleicht der zweite Punkt, das lebenslange Lernen. Auch hier habe ich aber immer nur das Gefühl, diese Diskussion wird auch wieder zu dystopisch geführt. Also es wird ja immer wieder gesagt, ja, und was soll denn jetzt derjenige machen, der eben über 50 ist und die eine Tätigkeit gemacht hat und auf einmal sagt man zu ihm mal, er soll Softwareentwickler werden. Nein, das ist eben nicht der Fall. Und man muss auch nicht immer in solchen Extremen denken oder in solchen Extremen agieren, sondern halt einfach mal Schritt für Schritt das anschauen und das eher als Chance begreifen, dass man die Möglichkeit überhaupt hat, sich heutzutage viel besser als früher mal eben weiterzubilden. Sei das über das Unternehmen selber oder sei das eben auch privat in seiner Freizeit mit zig Angeboten von Fernunis über Online- oder auch Offline-Veranstaltungen. Also ich finde, das ist eigentlich, nochmal, ich glaube, das ist auch klar, dass wir das sagen, aber ich finde, das ist eigentlich grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich denke, wir werden als Gesellschaft davon profitieren, aber wir werden in der Lage sein müssen, das eben auch mitzusteuern und das werden wir auch. Und wir werden immer wieder, es gibt ja auch manchmal diese kleinen Einzelbeispiele, ne? Also das sind jetzt gehe ich ein bisschen weiter auf technologische Trends. Vielleicht hat der eine oder andere es mal mitbekommen mit diesen Google Glasses. Da hieß es auf einmal, wir sollen alle nur noch Brillen tragen, wo wir jemanden anschauen und sehen auf einmal Facebook-Profil, LinkedIn-Profil und wissen alles über die Person und so weiter. Ja, trägt keiner, hat sich auch nicht durchgesetzt, wurde auch nicht entwickelt, weil die Gesellschaft das nicht wollte. Mal gucken, wie das mit dem Metaverse von Facebook jetzt sich alles so entwickelt, ob wir alle auf einmal in unserer virtuellen Realität rumlaufen wollen oder ob wir doch irgendwie merken, es wird ein etwas nischigeres oder lang nicht so groß wie jetzt angedacht. Es gab immer wieder Trends und es gibt immer wieder neue Sachen, aber es das heißt nicht immer, dass sich alles durchsetzt. Gut. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Hat noch jemand live eine Frage? Ich würde jetzt noch mal eine Frage zulassen, live. Wer möchte? Oder noch gerne auch noch Hinweise, weitere Themen in den Chat schreiben. Hier wird natürlich nur noch mal zu Recht bemerkt, bei Firmen wie Google oder Tencent findet Zukunft statt, bei der Bahn noch nicht. Auch hier werde ich natürlich ein Deibel tun, zu widersprechen. Sehen wir auch immer wieder genauso.
denke, man muss manchmal, ohne da jetzt jemanden in Schutz zu nehmen, immer nur ein bisschen natürlich auch einordnen, wo sind diese Unternehmen unterwegs, was sind deren Treiber, was sind deren Entscheidungsträger, was sind deren Probleme. Diese Erneuerung ist ja etwas, was enorm wehtut. Kein Mensch mag es, Prozesse, die funktionieren, aufzubrechen und zu ändern. Wir sind alle Gewohnheitstiere und finden es schön, wenn alles so bleibt, wie es ist, um es jetzt mal sehr pauschalisiert auszudrücken. Das ist ja der Vorteil bei Startups. Wir haben ja nichts vorher gehabt. Das war ja einfach ein weißes Blatt Papier und starten halt einfach. Deshalb können wir immer so hochnäsig sagen, so ja, natürlich muss man da was ändern. Und nee, also das sehe ich schon anders. Man muss eben, ich bewundere das sehr, wenn etablierte Unternehmen es schaffen, radikale Änderungen einzuführen, komplett sich umzustrukturieren, neu zu denken. Ich glaube, Siemens ist ja als ein Unternehmen, was es ja, Gott, 150 Jahre, ich weiß nicht, schon Ewigkeiten gibt und immer wieder in Teilen zumindest gezeigt hat, immer wieder einen neuen Fokus zu setzen und sich neu zu, ja, neu zu erfinden bis zum gewissen Grad. Aber es ist eben verdammt schwer und da sind dann immer wieder die Amerikaner oder auch Asiaten einfach ein bisschen schneller, vielleicht auch teilweise weniger gesättigt als wir Europäer und bequem und wissen, dass es ein Teil ist, um langfristig erfolgreich zu sein. Und in Europa gibt es dann immer mal wieder die Tendenz zu sagen, das hat früher auch so funktioniert, das wird dann auch weiterhin funktionieren. Aber das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Ja, das denke ich auch. Also ich hab so ein paar Erlebnisse gehabt. Eins möchte ich mal schildern. Ein für mich sehr spannendes, interessantes Thema, also wo ich dachte, das ist neu. Das habe ich dann mal recherchiert bei Google und war dann ein bisschen deprimiert, weil die ersten 10 Seiten bei Google waren Patentanmeldungen von Google zu diesem Thema, die 10 Jahre alt waren. Ja? Und ich setze jetzt nochmal einen drauf. Du hast jetzt Google Glasses erwähnt. Apple hat vor 5 Jahren das Patent für eine Kontaktlinse angemeldet. Ja? Also das, was Google Glass gemacht hat als Patent, als Kontaktlinse, also mega, mega spannend. Also das mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, was uns alle natürlich letztendlich irgendwo auch bewegt, ja, um auch jetzt, ich sage jetzt mal hier, ja, noch wettbewerbsfähig zu sein, muss man da, glaube ich, in vielen, vielen Bereichen über den Tellerrand schauen und gucken, was geht um uns rum ab, ja. Und wir müssen jetzt verstehen, auch das war vielleicht ein kurzer Eindruck gestern auch wieder aus Brüssel, wir müssen halt jetzt verstehen, und da ist ja die Kommission auch viel dran, da ist Europa ja dran zu sagen, wir haben das alles mit den Plattformen ein bisschen verbaselt. Wir werden kein europäisches Google bauen. Ich glaube auch nicht, dass wir das bauen müssen, sondern wir müssen halt jetzt verstehen, was sind andere Trends, in die wir aufgreifen können, wo wir eine Chance haben, uns zu etablieren. Viel geht es ja hier auch zum Beispiel Sustainable Energy, wo sich Europa versucht, entsprechend auch mal zu positionieren. Mhm. Aber eben auch, wir haben ja diese Ingenieurskunst angesprochen, auch was ich meine mit Labortechnologie, immer wieder zu überlegen, was sind jetzt neue Bereiche, die wir aufgreifen können. Mhm. Nur, es darf halt nicht immer nur darum gehen zu sagen, wir müssen irgendwie etwas im klassischen Sinne erfinden, sondern es muss auch mehr stärker die Bereitschaft kommen zu sagen, wir sind offen, wir gucken uns das an, wir gucken uns Trends an und dann gehen wir da mal rein, investieren mutiger auch mal ein bisschen mehr Geld und versuchen dann von da aus weiterzuarbeiten. Vielleicht so ein bisschen so auch als leicht abschließender Gedanke, dass das Entscheidende ist doch bei Trends auf der Arbeitswelt im Allgemeinen, Richard David Precht, der für diejenigen, die ihn kennen, Deutscher, finde ich sehr interessanter Philosoph, der eben auch viel in den Medien unterwegs ist, man auch leicht verstehen kann, hat das mal, finde ich, ganz gut beschrieben, hat sogar auch ein Buch darüber geschrieben, auch ein bisschen über die Arbeitswelt und hat da mal sehr plastisch eben auch dargestellt, wie die Arbeitswelt kontinuierlich besser geworden ist. Sie einfach rein faktisch über die Historie hinweg besser geworden ist, wir weniger arbeiten als früher, die Arbeit weniger schwer, körperlich auch schwer, nochmal, wir reden ja immer über den Schnitt, ne? Das heißt jetzt nicht, dass als Dachdecker man nicht trotzdem sehr schwer und körperlich arbeitet, es geht nur um den Schnitt, besser geworden ist. Und das muss uns ja grundsätzlich erstmal positiv stimmen für die Zukunft, dass wir auch mithilfe von Technologie Dinge auf einmal leben können, wie von zu Hause zu arbeiten, von irgendwo anders zu arbeiten, schneller zu arbeiten in Unternehmen. Wir reden auf einmal über 4-Tage-Woche. In den 50er, 60er Jahren haben die Gewerkschaften aus der 6-Tage die 5-Tage-Woche durchgesetzt. Da hieß es noch irgendwie, Gott, da werden wir alle untergehen, wenn wir auch nur 5 Tage arbeiten. Jetzt könnte sich gar keiner mehr das vorstellen, dass es regelmäßig so ist. Vielleicht gibt es dann irgendwann 4-Tage-Woche. Produktivität führt dazu, man schafft mehr in weniger Zeit. Also das sind ja alles sehr, sehr gute und starke Errungenschaften und finde ich, stimmen auch grundsätzlich sehr positiv auf die Arbeitswelt von morgen. Frederik, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Für die Diskussion. Ich fand es mal ganz spannend,
auch mal so ein offenes Format zu haben. Ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich darf mich bei allen Teilnehmern auch bedanken. Ich würde jetzt den offiziellen Teil gleich beenden. Die, die schon da waren, die wissen, wir machen anschließend nochmal wie beim Frühstück so üblich. Wir machen noch drei Kaffeetische dreimal Kaffeetische, und zwar Breakout-Sessions, wo ich nach dem Zufallsprinzip immer drei Personen in einen Raum beame und die können sich dann einfach noch ein bisschen austauschen und networken. Ja, schön, dass ihr da wart. Bleibt gesund und munter, und vielleicht seid ihr nächste Woche auch wieder dabei. Am Dienstag geht es um Marken, Markenkooperationen, und am Freitag nächste Woche haben wir auch ein interessantes Thema. Da geht es auch um Change in der Arbeitswelt, und da berichtet ein Unternehmen, wie sie selber das quasi gemacht hat. Also denke ich auch ganz spannend. Guckt mal rein, guckt mal auf die Webseite, seht ihr die weiteren Termine. Bleibt gesund und munter und bis bald. Tschüss. Danke euch, schönes Wochenende. Ciao, ciao.